Ja, hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann immer du auch zuschaust. Ich freue mich wieder sehr, dass du dabei bist. Und heute machen wir den zweiten Teil zum Thema UPO. Gestern habe ich ja bereits ein Video hochgeladen, wo ich dir erklärt habe, dass es sehr oft vorkommt, dass Behörden und Ämter und Firmen Postbetrug begehen oder man zumindest das, den Verdacht dazu haben könnte. Und da die UPO eine sehr, sehr mächtige Vereinigung ist, nämlich ein Verein, der Weltpostverein, und dieser Weltpostverein hat mit allen Ländern dieser Welt einen sogenannten Weltpostvertrag. Und in diesem Vertrag ist halt eben auch die Post geregelt, wie die durchgeführt werden muss und so weiter. Und dieser Weltpostverein hat unglaublich große Macht, sehr viel mehr Macht, als wie wir jetzt hier in diesen beiden Videos beschreiben. Da gibt es noch eine Menge mehr. Aber ein Teil ist halt immer auch der, dass wir halt eben oft Post bekommen, vor allem Behördenpost von Gerichten, Ämtern, Stadtverwaltung, Finanzamt und, die eben gegen diesen Weltpostvertrag verstoßen. Und dass da dieser Weltpostverein auch die Möglichkeit hat, eben jemanden zu bestrafen, der gegen den Vertrag verstößt, ist das eine der wenigen Möglichkeiten, wie wir im Rahmen der Auseinandersetzung mit den Verwaltungen heute über diese Willkür hinwegkommen. Ja, wir erleben ja immer wieder, dass hier willkürlich Menschen falsch und auch schlecht behandelt werden. Und das ist möglicherweise eine Chance, der Verwaltung zu zeigen, da gibt es noch jemanden, der hat noch mehr zu sagen wie du und der kann dich auch bestrafen, wenn du gegen den Vertrag verstößt. So, das hatte ich gestern schon mal alles in dem Video erklärt und da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Heute gehen wir mal darauf ein, wie wir das denn wirklich machen können. Und ich zeige dir mal, wie ich das mache, sodass du, wenn du magst, das so ähnlich machen kannst, wie ich es dir jetzt zeige. Beginnen wir doch mal zuerst mit dem Schreiben an denjenigen, der dir einen Brief schickt. Also nehmen wir mal an, mir wurde ein Brief vom Finanzamt geschickt und dieser Briefumschlag war halt eben, sah so aus, als wenn er gegen den Weltpostvertrag verstößt, indem er nämlich einen eingedruckten QR-Code als Briefmarke hat und keine Wertmarke, wie sie im Weltpostverein vorgesehen ist. Dann können wir ja nicht nur, oder dann werden wir eben das der UPO mitteilen, weil wir einen Verdacht darauf haben, da komme ich gleich noch zu. Aber zuerst teilen wir halt eben dem Absender mit, dass wir den Verdacht haben, dass dieses Schreiben im Prinzip als Postbetrug versendet wurde und dass wir dieses Schreiben an die UPO weitergeleitet haben zur Prüfung. Ja, wir sind ja verpflichtet als gute Staatsbürger, dass wir eben, wenn ein Recht und ein Gesetz gebrochen wird, dass wir dieses auch anzeigen. Das tun wir dann halt damit und wir setzen den Versender in Kenntnis. Das machen wir wie folgt, indem wir zum einen wie immer als Mensch schreiben, ja, nicht als juristische Person, sondern als Mensch. Und dafür haben wir in der obersten Zeile schon mal den ersten Bereich, dass dies ein privates, streng vertrauliches Schreiben ist, welches nicht für das öffentliche Protokoll gedacht ist. Damit sprechen wir halt nicht mehr die Behörde an, in meinem Fall jetzt das Amtsgericht, das Finanzamt, sondern wir sprechen in meinem Fall die Behördenleiterin persönlich an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gegen das Finanzamt schreibe. Und das ist wichtig, denn dann holen wir die Behördenleiterin aus dem öffentlichen Bereich raus. Sie kann sich nicht mehr hinter dem Finanzamt verstecken, sondern sie ist diejenige, die dafür verantwortlich ist. So, jetzt weißt du, vielleicht auch nicht, deshalb erkläre ich es nochmal, dass die Position des Absenders schon mal etwas darüber aussagt, in welcher Position du denn bist. Also, wenn du links stehst, dann bist du derjenige, der beschuldigt ist, von dem etwas gefordert wird. Wenn du rechts stehst, bist du derjenige, der etwas fordert oder jemanden beschuldigt. Und wenn du in der Mitte stehst, dann bist du neutral. Und in dem Fall sind wir neutral, weil wir ja nicht sagen, hier ist ein Postbetrug vorgefallen, sondern wir sagen, dort ist der Verdacht auf einen Postbetrug und wir maßen uns ja nicht an, dieses Urteil zu sprechen, sondern das überlassen wir dem oder der Institution, die das Recht dazu hatten, das ist die UPO. Also stellen wir uns hier in die Mitte. Links ist der Beschuldigte, nämlich der Absender des Briefes, in dem Fall dann gleich das Finanzamt zum Beispiel. Okay. Dann schicken wir das Ganze per Einschreiben.
wir müssen da keinen Einwurf einschreiben verwenden von der Post, sondern wir brauchen nur die Sendungsnummer. Und wie das geht, zeige ich dir auch noch. Gut, dann gehen wir weiter. Dann haben wir hier das Datum, das zeige ich dir auch gleich. Ich habe hier raus so ein ausfüllbares Dokument gemacht, auch schon mit Hilfe dazu, sodass du es beim Auffüllen, wenn du es verwenden magst, einfach hast. Okay, wir sagen jetzt hier Mitteilung über einen Verdacht eines Postbetruges. Wertgeschätzter, also hochachtungsvoll oder sehr geehrte, sehr geehrter, was auch immer du dann nehmen willst. Ich habe Wertgeschätzter genommen. Das ist im Übrigen eine Vorlage, die ich aus einer Gruppe von Telegram habe, bei denen ich mich sehr bedanke, weil die mich auch auf die Idee gebracht haben, mich mit der UPO näher zu beschäftigen. Okay, dann als Text, der Verfasser teilt Ihnen mit, du bemerkst schon, der Verfasser, wir schreiben also wieder als Mensch für unsere juristische Person, denn die juristische Person, mit der haben wir eine Sicherungsvereinbarung und eine Generalvollmacht, also schreiben wir für Sie, ähnlich wie das ein Rechtsanwalt machen würde, wenn er für dich tätig würde. Okay, der Verfasser teilt Ihnen hier mit, dass die Briefe ohne Briefmarke bzw. unfrankiert wegen des Verdachts des Postbetruges und somit Verstoß gegen den Weltpostvertrag zur Prüfung der Sachlage an die UPO in Bern gesandt wurden. Die UPO wird sich diesbezüglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Gut. Der Hinweis sei gestattet, dass diese unfrankierte ohne Briefmarke Briefe nach Rechtsauffassung des Verfassers gemäß den Richtlinien der UPO nicht als zugestellt gilt. Also du hast damit auch schon mal dem Verfasser, also dem Absender mitgeteilt, dass du das Schreiben gar nicht angenommen hast, dass du es gar nicht bekommen hast, weil es sowieso nicht als zugestellt gilt und du es ungeöffnet weiterleiten wirst. Ja, das schreibst du zwar nicht so ein, aber das ist der Verfahrensweg hier. Dann alle Rechte vorbehalten, wie immer. Du bist der Herr im Ring, deshalb behältst du dir deine Rechte vor. Der Signierende dankt für ihr Verständnis im Auftrag, darunter deine Unterschrift. Und hier kommt dann gleich nochmal die Sendungsnummer rein. Das machen wir aber beim Ausfüllen. Unten drunter nochmal privates Schreiben, streng vertraulich. Jetzt lass uns das Ding mal ausfüllen. Ja? Also, hier oben siehst du Vorname, Familienname als Mensch. Und fangen wir mal an. Max, Doppelpunkt, Mustermann. Und du weißt, dass du natürlich, wenn du zwei Vornamen hast, hingehen kannst. Max, Bindestrich, Moritz, Mustermann. Und wenn du dann noch einen Geburtsnamen hast, kannst du auch reinschreiben aus dem Hause Meier. Ja, also dein Geburtsnamen. Erster Vorname, Bindestrich, zweiter Vorname, Doppelpunkt, Familienname, aus dem Hause, Geburtsname. Das ist so die Schreibweise in dem Bereich. Dann kommt deine Adresse und du bist erreichbar über, also CO-Adresse, dann deine Straße, Musterweg. Und jetzt verwendest du eckige Klammern, das ist die Alt-Groß-Taste plus 8 und 9. Okay, dann aus dem Haus, Musterweg nehmen wir mal die 21. Und als nächstes kommt der Ort, auch hier wieder eckige Klammern, 99. So, und jetzt schreiben wir hier rein. Muss in der Nähe. Okay, also wenn du den Ort schreibst, dann ist der Ort immer nur das Rathaus. Das einzige Haus des Ortes ist das Rathaus. Also befindet dich diese Adresse nicht genau in dem Ort, sondern in der Nähe. Ja, und deshalb kannst du auch hier reinschreiben, in der Nähe von Musterstadt. Okay? Das ist außerhalb von Germany in Delaware. Ja, auch das gehört da rein. So, jetzt kommen wir in den Bereich, dass wir den Absender verwenden. Und hier nehmen wir als erstes mal die Behörde und ich schreibe hier rein Finanzamt. Und das kannst du auch noch besser machen oder ich kann es besser machen. Wir schreiben es nämlich groß. Finanzamt. Nehmen wir wieder Musterstadt. Und eckige Klammer zu. So, und in die nächste Zeile kommt dann rein die Person, ja, also Empfänger ist
In dem Fall, eckige Klammer auf und zu, Finanzamt Leiterin nehmen wir mal die Gabriele Test. Ja? Okay, na, jetzt kommt die Adresse wieder. Auch wieder CO Musterstadt. Nee, das war ja, Entschuldigung, kommt die Straße. Muss oder nehmen wir einfach mal Finanzamtsweg. Eckige Klammer 99. Wenn du dich fragst, warum die eckigen Klammern, Zahlen und so weiter beziehen sich auf das Handelsrecht, da wir als Mensch schreiben, außerhalb des Handelsrechts, nehmen wir die eckigen Klammern, denn sie haben in ihren Regeln festgehalten, dass alles, was in eckigen Klammern steht, eigentlich gar nicht dasteht. Deshalb kann man das so reinschreiben, man sieht es, aber rechtlich betrachtet ist es nicht dran. So, dann nehmen wir wieder eckige Klammern. 1, 2, 3, 4, 5. Und Musterstadt. So, auch wieder außerhalb von Germany, Delaware, per Einschreiben. Hier kommt die Einschreibennummer rein, die erkläre ich dir gleich auch nochmal, wie du die bekommst, hatte ich aber auch schon mal gesagt. 8, 8, 8, 5, 5, 5. So, das ist die Einschreibennummer. Dann kommt hier das Datum. Heute haben wir den 10. Tag im ersten Monat im Jahre 2021. Ja, auch das schreibst du in Worten, weil Zahlen wäre wieder Handelsrecht. Wert geschätzt T oder Ter, dann nimmst du hier das R weg, wenn es eine Frau ist. Und dann sind wir jetzt hier in dem Bereich, wertgeschätzte Finanzamtsleiterin, Klammer zu, Frau Test. Ah, den Test schreiben wir wieder insgesamt vor. Dir ist klar, wenn ich alles groß schreibe, hat sie keine Rechte. Wenn du ersten Buchstaben groß schreibst und den Rest klein, hat sie eingeschränkte Rechte. Und wenn du alles klein schreibst, hast du alle Rechte. Deshalb zeigen wir hiermit schon an, du hast überhaupt keine Rechte. Gut, dann kommt der Text, den ich dir eben schon vorgelesen habe. Hier drunter kommt dann nochmal dein Name. Was hat man denn hier? Wie hat man dich genannt? Max Moritz Mustermann. Na? So, Max minus Moritz Doppelpunkt Mustermann, eventuell auch noch aus dem Hause. Und hier schreibst du nochmal die gleiche Sendungsnummer rein, die du hier hast. So, C. So, damit ist dieses Schreiben fertig. Hier druckst du aus, unterschreibst du und dann bist du mit dem Schreiben schon fertig. Ja, hast du hoffentlich verstanden, sonst schau dir das Video einfach nochmal an. Das ist also der Brief, den wir versenden an das Finanzamt in dem Fall oder an den Absender, der dir einen Brief zukommen hat lassen, welcher möglicherweise gegen den Postvertrag verstößt. Okay, so, das können wir mal klein machen. Jetzt rufen wir uns das in andere Schreiben raus. Und zwar ist das Schreiben an die UPO. Ja, auch hier wieder privat, streng verschaulich, alles dasselbe. Hier oben trägst du wieder deine Absenderdaten ein, so wie ich es dir gerade gezeigt habe. Hier kommt die Sendungsnummer rein, die ich dir auch gleich zeige, wie du die bekommst. Und dann steht hier drin Verdacht einer illegalen Postzustellung bzw. Verstoß gegen die Verträge der UPO. Wertgeschätzter Herr Bijar, blablabla Hussein, wertgeschätzter Herr Slivas, ja, so heißen die wahrscheinlich. Der Unterzeichner hat im Briefkasten den in der Anlage beigefügten
einen Brief des Absenders. Und hier trägst du jetzt den Absender ein. Und auch das machst du wieder mit den eckigen Klammern, nämlich Finanzamt Musterstadt, Finanzamtsweg 99, ich weiß gar nicht mehr, was das war, was wir genommen hatten, ist egal, in 1, 2, 3, 4, 5, auch da wieder eckige Klammern nicht vergessen, Musterstadt, so, das schreibst du da rein, vorgefunden und übergibt diesen versehentlich geöffneten, oder ich habe noch ein zweites Schreiben, da steht dann ungeöffneten, in ihre werten treuen Hände. Es besteht die Vermutung, dass hier die Verträge mit der UPO vom privaten Postlieferanten nicht beachtet werden. Bitte überprüfen Sie diesen Vorgang. Um eine Rückmeldung des Prüfergebnisses wird freundlicherweise gebeten. Alle Rechte vorbehalten. Der Signierende dankt für Ihr Verständnis. Hier trägst du dann wieder deinen Vornamen und Familiennamen bzw. Geburtsnamen ein. Und hier unten trägst du halt eben nochmal die Sendungsnummer, die du hier oben auch schon mal eingetragen hast, ein. So, das trägst du hier ein. Dann steht hier nochmal Anlagen, ein Originalbrief. Den packst du da mit rein. So, das sind die beiden Schreiben. Also einmal an den Absender und einmal an die UPO. Die hast du jetzt. Die sind in meinem Telegram-Kanal auch als Vorlagen, sodass du sie dort runterladen kannst. So, dann schauen wir uns jetzt mal an, wie du an die Sendungsnummer rankommst, ja, wie du an so ein Einschreiben kommst, ohne dass du ein Einschreiben machen musst. Und zwar kannst du bei der Post diese Einschreibelabel bestellen. Das ist ein Block, da sind 50 von diesen Labeln drauf und die haben eindeutige Nummern, wie du hier siehst, fortlaufende oder eindeutige Nummern, die gibt es nur einmal. So, und dort kannst du die bestellen, die kosten 60 Cent 50 Stück. Ja, würde ich mal machen, dann hast du ein Paket zu Hause. Hier oben siehst du die Adresse, kannst du also über die Post, über den Postjob, kannst du dir die besorgen. So, das war das eine. Und jetzt schauen wir nochmal, wo habe ich denn das andere? Und zwar habe ich hier, genau. Und so sieht der Umschlag aus, den du an die UPO schickst. Ja, so, dort steht oben, hast du den Eintrag CN07-UPO RL 141 gemäß UPO, Paragraph 4567 UPO non-domestico FRG without recourse. Postnummer, und da trägst du halt hier das Absendedatum ein. Du frankierst das Ganze mit einer Postmarke im Wert von 1 Euro. Dann nimmst du den Label, den hier, warte ich. Machen wir einfach mal so, den Label, den ich hier gerade gezeigt habe, den Einschreibelabel, kreuzt hier an, klippst den da drauf, die Nummer schreibst du in den Brief rein und du merkst ja natürlich auch die Nummer für deine Kopie, dass du, welche Nummer dieses Schreiben hatte. Hier unten kommt die Adresse von der UPO rein, die hast du ja auf dem Schreiben von mir, die hatte ich dir hier reingegeben, da steht sie drauf und dann schickst du das so raus. Im Übrigen, mit diesem Label machst du das genauso, also mit dem, wenn ich jetzt hier, also mit dem Label hier, machst du das genauso mit dem Schreiben an, in dem Fall jetzt testweise an das Finanzamt. Dort nimmst du auch so ein Label, klebst den da vorne drauf, kreuzt ihn bei Einwurf einschreiben und schon hast du das richtige Format, ja? Und in das Schreiben von der UPO legst du natürlich den Originalbrief mit rein. Das heißt, du wirst wahrscheinlich einen größeren Umschlag nehmen müssen. Wenn es ungeöffnet ist, verwendest du die Variante mit ungeöffnetem Brief. Wenn es geöffnet ist, verwendest du die Variante mit versehentlich geöffnet. So würde ich das machen. Ob du das so machst oder nicht, liegt natürlich an dir. Versuch es einfach, schau dir das Ganze mal an. Es ist total simpel. Die Konsequenz daraus hatte ich dir im anderen Video schon mal erklärt, dass diese, falls ein Postbetrug vorliegt, dass diese Behörde oder der diese Briefe versendet, große Probleme bekommt, wahrscheinlich keine Briefe mehr an dich versenden wird. Ja? Hier noch eine kleine Vorausschau. Das hier betrifft ja nur den Postvertrag mit dem Postversand. Ich arbeite noch gerade an
einem Video, welches auch dann noch dazu führt, dass man das, was man mit denen macht an Zurückweisung, was du ja möglicherweise aus meinen anderen Videos kennst, in das Admiralsrecht zurückholst. Alles das, was sie anbieten, also die Angebote, die sie machen, sind ja noch nicht mal im Handelsrecht, sondern sie sind tatsächlich im Seerecht. Und wie du die wieder zurück ins Handelsrecht holst und damit auch wieder gerichtbar machst, das zeige ich in einem der nächsten Videos, denn dann hat auch, dann können wir vielleicht auch gegen die Willkür vorgehen, die oft trotzdem durchgeführt wird, obwohl wir im Recht sind. In dem Sinne, ich würde mich freuen, wenn du wieder hier unten drunter deinen Daumen hoch, Daumen runter, wie auch immer du das empfindest, einen kleinen Kommentar hinterlässt. Hier und da beantworte ich die auch. Ich habe nur sehr viel zu tun, sei mir also nicht böse. Ich lese sie mir alle auf jeden Fall durch und ich versuche auch alle, die irgendwie einen Verbesserungsvorschlag haben oder so, die mit einzubinden und freue mich über jeden Kommentar. Ja? In dem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag.